Richard Molczyk von der Firma Fritz Hansen. Heute der erste Tag auf der Messe. Schon ein paar Eindrücke gesammelt? Ja, also ich konnte schon einige Eindrücke sammeln, bin vorher schon durch einige Hallen gegangen. Immer wieder zieht es mich natürlich zum Stand der Vienna Region, weil das für uns natürlich als Österreicher sehr interessant ist. Aber es sind auch einige andere Stände in der Halle B2, glaube ich. Da möchte ich dann nachher noch hinschauen. Es ist einfach ein sehr guter Treffpunkt, wo man wirklich interessante Leute trifft aus der Immobilienbranche und wo man sich ein bisschen austauschen kann. Daher bin ich immer wieder gerne da. Sind Sie mit konkreten Erwartungen gekommen, fixe Termine oder mal schauen? Sowohl als auch, also von allem etwas, und zwar ein, zwei fixe Termine, aber sonst eigentlich sehr viel spontan, weil man doch einige Leute kennt und es ist eine lockere Atmosphäre, wo man sich gut austauschen kann und doch die Erwartung natürlich hier wirklich Kontakte und Termine und Folgetermine knüpfen. Ja. Ihr auf der Exporeal feiert die Krise sozusagen ersten Geburtstag. Wie ist denn für Ihre Firma das letzte Geschäftsjahr verlaufen? Ja, also auch die Möbelbranche spürt es natürlich und wir versuchen unser Bestes hier natürlich da durchzutauchen. Es gelingt sehr gut, gerade in unserem Bereich, im gehobenen Bereich für Designmöbel. Die Leute haben Geld, es ist noch ein bisschen anders verteilt. Es wird Gott sei Dank auch in hochwertige Möbelausstattung investiert und speziell jetzt natürlich eben für Real Estate, für Eingangsbereiche, Foyerbereiche, Direktionsbereiche. Also da sind wir eigentlich ganz gut positioniert von den restlichen Möbelherstellern. Danke für das Gespräch.